Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Im Jahr 2015 wurden in der Stadt Duisburg knapp 480 Raubüberfälle registriert. Ein geplanter Raub verlangt jetzt von Polizeikommissar Jan Yildiz und Polizeihauptkommissar Paul Schwarz vollen Einsatz. Egon, 1321 von Egon. Der 1321 hört. Fahr bitte in die Hüttenstraße 125. Eine anonyme Anruferin berichtete von einem geplanten Raubüberfall auf einen Juwelier. Ein silberner Wolf soll dabei eine Rolle spielen. Macht bitte stille Anfahrt. Ja, haben wir verstanden. Der Notruf führt die Polizeibeamten in den Westen der Stadt. In unmittelbarer Nähe zu dem Juwelier machen sie schnell zwei Verdächtige in dem beschriebenen Fahrzeug aus. Siehst du denn irgendwie was? Nee, da sitzen nur zwei Leute. Mhm. Der ist vorne auf der Fahrseite männlich. Wenn wir einen anonymen Tipp bekommen, ist die erste Regel eigentlich, dass wir uns erstmal Informationen ranholen, das heißt an die Örtlichkeiten verdeckt anfahren, sodass wir erstmal alles im Überblick haben und uns erstmal zu 100% sicher sein können, was jetzt hier genau passiert. Egon für den 1321 kommen. Egon, ja. Egon, sind jetzt hier vor Ort angetroffen, haben einen silbernen VW jetzt auch hier vor Ort, zwei Personen drin und wir werden das Ganze jetzt mal beobachten. Verstand, falls ihr Verstärkung braucht, gibt Bescheid. Ja, haben wir mit. Wir konnten dann irgendwann aus dem Auto heraus beobachten, dass sich zwei Personen anscheinend gestritten haben. Man konnte auch sehen, der Herr hatte eine Waffe in der Hand. So waren wir eigentlich gezwungen, auch wirklich eine Gefährderansprache hier zu tätigen. Gehen Sie einmal ganz kurz weiter, bitte. Danke Ihnen. Hallo! Hallo, Polizei Duisburg! Frank, ich will abhauen. Ja, mach's auf. Wir mussten wirklich relativ schnell handeln, das heißt, eine blitzschnelle Entscheidung musste her. Stehen bleiben! Und aus dem Angriff! Raus aus dem Magen! Raus aus dem... Fallen lassen! Und fallen lassen! Hände hoch, auf den Boden, hinknien, von der Knarre weg! Von der Knarre weg, einmal zur Seite schieben, bitte! Als Can den Verdächtigen angesprochen hat, im wahrsten Sinne angeschrien hat, er hat die Waffe mitgeführt, die Waffe fallen lassen, hat er das erst auf die zweite, dritte Aufforderung gemacht. Wir haben uns dann ihm genähert und haben ihn dann überwältigt und zu Boden gebracht. Hallo? Wer sind Sie? Ich bin seine Schwester. Gut, warum haben Sie denn eine Waffe in der Hand? Er hat nichts gemacht, Sie müssen ihn nicht so behandeln. Wieso muss ich ihn nicht so behandeln? Wieso läuft er weg? Gar nichts gemacht. Auf Nachfrage der Beamten geben der Mann und dessen Schwester an, nichts von einem geplanten Raubüberfall zu wissen und die Waffe soeben im Wagen gefunden zu haben. Der Mann wollte nicht, dass die Polizisten ihn damit sehen und ist deswegen geflohen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das im Auto gefunden. Gut, lass uns mal die Straße auch am besten frei machen. Wir können jetzt nicht so, dass einer von uns den Wagen einfach hier wegfährt. Hier fährst du rein? Ja, ich fahre mit dem Silbernen weg. Gut, kommen Sie dann einmal auch mit? Ich nehme die Waffe, ja? Ja. Der Verdächtige bleibt bei seiner Aussage. Can Yildiz befragt daher weiter dessen Schwester. Die sagt aus, dass ihr Bruder noch weitere verdächtige Gegenstände in seinem Auto gefunden hatte. Was können Sie denn zu den Sachen im Auto sagen? Er hatte mich vorhin angerufen. Und der war ganz aufgeregt und wusste nicht, was Sache ist. Und meinte, ich müsste ganz schnell vorbeikommen. Und ich bin auch sofort gekommen. Und dann hat er mir gesagt, dass er diese Sachen in seinem Auto gefunden hat. Okay. Er hat auf einen Käufer gewartet für den Wagen, den er verkaufen wollte. Ja. Und er ist eingestiegen, hat den Wagen nochmal kontrolliert, ob er noch was vergessen hat. Und da hat er diese Sachen gefunden. Ich habe meine Schwester nur angerufen, damit die mir beihilft. Ich habe nichts gemacht. Komm mal rein. Siehst du das da vorne? Sie bleiben jetzt auch einmal ganz kurz hier stehen. Wie ich den Schmuck im Fußraum gefunden habe, ist es mir erstmal nicht aufgefallen, ob das echter oder unechter Schmuck ist. Bei der zweiten in Augenscheinnahme habe ich festgestellt, dass es sich zum größten Teil um Modeschmuck handelt. Wir nehmen Sie jetzt einmal mit auf die Wache. Wir müssen Sie mit auf die Wache nehmen. Ja, wir werden jetzt auch die Kollegen von der Kripo noch verständigen. Ja, das heißt, wir müssen hier erstmal gucken, was jetzt genau Sache ist. Weil wir haben hier zwei Aussagen von Ihnen, die wir jetzt nicht wirklich einordnen können. Deswegen einmal für Sie ins Auto, bitte. Die Beamten können nicht ausschließen, dass der geplante Raub noch immer nicht vereitelt ist. Deshalb wird sich ein Streifenwagen beim Juwelier postieren. Dann erfahren die Beamten tatsächlich von einem Überfall, allerdings nicht auf ein Schmuckgeschäft. Egon an alle, Ringverhandlung. Brutaler Überfall auf einen Geldtransporter, die Täter sind flüchtig.
1321 mit. Die Beamten vermuten, dass der Festgenommene mit dem Überfall auf den Geldtransporter zu tun hat. Sie haben dessen Schwester und seine Freundin auf die Wache gebeten. Dort übernehmen die Kripo-Beamten Bora Aksu und Hans Fröndenberger. Wir haben jetzt noch den Fahrer von dem Geldtransporter. Wir bringen ihn ganz kurz zum Kollegen und kommen gleich zu euch. Ja? Als die Kollegen den René und die Schwester auf die Wache gebracht haben, hatten wir gerade den Fahrer des Geldtransporters vernommen, welcher überfallen wurde. Und zu weiteren Befragungen und Maßnahmen haben wir ihn dann anschließend an andere Kollegen übergeben. Kommen gleich zu euch, ja? Tina, kennen Sie? Was machst du hier? Was ist los? Ich habe das alles für mich getan. Was ist passiert? Was machst du? Warum tust du ihm sowas an? Nee, Moment mal, du stehst hier in Anstellen, also das geht gar nicht. Ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht. Du kennst unseren Lebensstandard. Ich habe das wirklich nur für dich getan. Nee, das kann nicht sein. Als die Freundin vom René, also die Tina, auf der Wache aufgetaucht ist, war sie total schockiert. Sie hätte sowas von René nicht erwartet. Ich bin sehr enttäuscht, waren die Worte, die sie da benutzt hat. Nehmen Sie mal rein. Nehmen Sie mal rein, nehmen die Personalien auf. Notieren Sie schon mal die mit dem Hoch. Okay. Sie haben gleich noch Gelegenheit zu sprechen. Nehmen Sie mal die Personalien. Ja, ich habe Ihnen Dank. Nachdem die Tina auf der Wache aufgetaucht ist, haben die Kollegen sie noch mal dazu vernommen. Sie konnte keine sachdienlichen Hinweise zu dem Vorfall geben, irgendwelche Aussagen treffen, die uns weitergebracht hätten. Daraufhin wurde sie entlassen. So, jetzt schildern Sie mir mal Ihre Perspektive. Ich habe nichts gemacht. Danach nichts gemacht sieht das nicht aus. Sie haben sich der Polizei widersetzt. Ich hatte Panik. Ich hatte einfach nur Panik gehabt, dass ich mich der Polizei widersetzt habe. Ich wusste nicht mehr weiter. Dann sagen Sie mir, wie kommen Sie denn dahin überhaupt? Ich habe Inserat aufgegeben. Ich wollte mein Auto verkaufen. Und ich habe nach dem Taschentuch im Handschuhfach gekramt, weil man kommt mir die ganze Krempel entgegen. Waffe, Sturmhaube, Schmuck. Ich wusste nicht weiter. Ich habe dann in dem Moment meine Schwester angerufen und gesagt, ja, hier ist Moment, Sie haben Inserat aufgegeben. Ja, aber warum befanden Sie sich da, wo wir Sie gefunden haben? Warum ich da stand, weil wir uns da getroffen haben. Wir haben gesagt, mit wem haben Sie sich da getroffen? Mit Manu, ich kenne nur den Vornamen. Ich weiß nicht weiter, wie der heißt. Sie haben sich mit dem getroffen? Ich dachte, ja, natürlich komme ich mal ein bisschen zu früh. Bora Aksu bezweifelt, dass der Mann sich nur deshalb in direkter Nähe zu dem Juwelier aufgehalten hat, weil er sein Auto verkaufen wollte. Hans Fröndenberger findet jedoch Hinweise, die seine Aussage bestätigen. Ich habe Ihre Anzeige im Internet entdeckt und würde gerne Ihr Auto kaufen. Durch den Chat, den ich dann meinem Kollegen gezeigt habe, wurde dann klar, dass der René anscheinend die Wahrheit erzählt hat, denn er wollte wirklich das Auto verkaufen. Und das unterstreicht die Echtheit, die Wahrheit seiner Aussage. Handynummer, alles klar, bis morgen. Also sie hat mir gerade gesagt, sie kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Ihr Bruder macht sowas nicht. Also die hat keine Ahnung, wie es hier zu solchen Vorwürfen kommen kann. Ja. Sie versteht das überhaupt nicht. Die Nachricht des Autokäufers entlastet den Verdächtigen jedoch noch nicht völlig. Denn Fakt ist, Waffe, Schmuck und Sturmhaube sind in dem Wagen des Mannes gefunden worden. Gut, aber irgendwie muss das ganze Zeug ja in Ihr Auto gekommen sein. Hat denn jemand Zugriff zu dem Auto oder einen Ersatzschlüssel oder irgendwas? Meine Lebensgefährtin, die hat noch Zugriff auf das Auto. Aber allerdings gibt es nur einen Schlüssel. Ich lasse im Sommer immer mein Fenster ein bisschen weiter offen. Also das ist das Einzige, weil es ist das Auto. Also Sie lassen das Fenster auf? Ja, weil die Klimaanlage kaputt ist. Okay, das ist für sich schon ein Risiko, ne? Ja. Hallo. Hi. Ich wollte euch noch mal kurz die Sachen geben. Und zwar haben wir jetzt zwei, drei Informationen noch bekommen. Und zwar, erstens ist das einmal kurz die Telefonnummer, ja, die wir jetzt gerade herausgefunden haben. Der anonyme Anrufer? Genau. Das heißt, das ist die Nummer? Das ist die Nummer, auch wie lange das ganze Gespräch jetzt geführt ist. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was wir halt gefunden haben. Ja. Bei den Gegenständen, die in dem Fahrzeug sichergestellt worden sind, handelt es sich zum einen hier um diese Schusswaffe. Wir haben bei der Überprüfung der Herkunft festgestellt, dass sie einem Sportschützen gehört. Sie wurde ihm vor längerer Zeit entwendet. Außerdem waren im Handschuhfach noch Beute eines Schmuckdiebstahls. Leider handelte es sich da nicht um den wertvollen Teil der Beute, sondern lediglich um Modeschmuck. Dass ihr das mal alles wirklich an der Seite habt, weil ja, das ist die Nummer. Trotz unterdrückter Rufnummer ist es dennoch möglich, innerhalb der Speicherfrist eine Rufnummer herauszufinden über den Provider. Kennen Sie diese Telefonnummer? Nein, kenne ich nicht. Wem gehört diese Nummer? So, jetzt haben Sie die Möglichkeit. Haben Sie was mit der Sache zu tun oder nicht? Weil das reicht mir jetzt so langsam hier. Ich habe mit der Sache nichts zu tun, wirklich. Okay, und wem gehört diese Nummer? Bora Aksu ist aufgefallen, dass der Mann beim Anblick der Telefonnummer gestutzt hatte. Um endlich Klarheit zu erlangen, rufen die Beamten seine Schwester hinzu. Diese Nummer hier, kennen Sie das nicht? Das ist doch die Nummer von der Tina. Von Ihrer Freundin? Von seiner Freundin, Tina. Von seiner Freundin, ja. Bei der Vernehmung von René haben wir einige ganz wichtige Informationen erlangen können. Unter anderem, dass die Rufnummer
worüber wir den anonymen Hinweis bekommen haben auf den Raubüberfall, wo die Telefonnummer von der Tina sein soll. Und wir haben herausgefunden, dass die Tina auch durchaus Zugang zum Fahrzeug von René hat. Moment, eine Sekunde. Ich gebe Ihnen jetzt noch mal zwei Sekunden. Hören Sie mal zu jetzt! Ich gebe Ihnen zwei Sekunden die Möglichkeit zu überlegen, weil das ist jetzt der Punkt, wo Sie entscheiden können, ob Sie entweder Mittäter sind oder nur ein Zeuge oder ein Opfer in diesem Verfahren. Ich kenne die Nummer, okay? Sie gehört Tina, aber ich kann mir nicht alles vorstellen. Das Handy muss geklaut worden sein. Meine erste Vermutung, als ich erfuhr, dass Tina die anonyme Anruferin möglicherweise war, denn von ihrem Handy aus ging dieser Anruf aus, dass sie auf einen vorgetäuschten Juweliergeschäftsüberfall hinweisen wollte, um möglicherweise von einer anderen Straftat abzulenken. Warum haben Sie gerade gesagt, Sie kennen die Nummer nicht? Weil ich Tina immer alles liebe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in so einer Situation einfach drin verspringt. Ich glaube, das ist Sie. Sie haben doch vorhin gesagt, ich habe das nur für Sie getan. Was haben Sie denn für Sie getan? Was haben Sie für Sie getan? Ich wollte das Auto auch nur verkaufen, damit ich Ihren besseren Lebensstandard erfüllen kann. Das ist Sie. Moment mal, hat Sie denn so einen schlechten Lebensstandard? Sie hat eine schlecht laufende Kneipe, leider. Wo ist die Kneipe denn? Kaiserstraße 64, glaube ich. Genau, Kaiserstraße, da ist eine Kneipe. Ich muss ganz ehrlich sagen, man kann ihm fast schon glauben. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ja. Ist die Kollegin noch vor der Tür? Ja. Dann, ich würde euch nämlich gerne mitnehmen, dich und den Paul. Ja. Dann schickt die Kollegin kurz rein, die soll hier kurz mal noch drauf achten. Die Kripo-Beamten halten es inzwischen für wahrscheinlich, dass der Mann für ein Ablenkungsmanöver herhalten musste. Sie vermuten, dass seine Freundin, die Melderin des angeblichen Überfalls, etwas damit zu tun hat. Deren Lokal suchen sie jetzt auf. Hier war ich vor 6 Wochen ungefähr schon mal. Das ist eine Spelunke, sag ich dir. Okay. Als wir an der Gaststätte angekommen sind, haben wir zunächst erstmal durchs Fenster schauen wollen. Die Fenster waren ziemlich dunkel und auch verdreckt. Einen genauen Blick in den Innenraum hatten wir nicht. Wieder mindestens 2, vielleicht sogar auch 3 männliche. Mindestens drei. Brauchen wir noch einen Besatz. Auf jeden Fall. Habt ihr die Brechstange dabei? Ja. Ist nicht offen. Und zum Verstärken. Nee, ist so? Dann holt mal die Brechstange. Egon für 3216. Egon hört. Die Kaiserstraße 64, bitte weitere Unterstützungskräfte. Ein Kollege von der Schutzpolizei hat dann ein Brecheisen aus dem Wagen geholt und hat dann mit Gewalt die Tür aufgehebelt. Oh, Scheiße, okay. Da ist noch so ein Vorhang vorne. Man kann schon ein bisschen was sehen, auf jeden Fall. Das ist eine Frau, das ist die Tina, die wir gerade auch bei uns auf der Wache gesehen haben. Hallo, die Polizei, die zu lassen, Leute, ganz kurz hier rein. Die Polizei. Einmal alles aus den Händen lassen, bitte. Alles aus den Händen lassen, die Polizei. Hallo, hier. Kommt jetzt hallo. Mal ganz kurz mit zur Seite. Hey! Runter, da oben, deine Arme. Ja, okay. Junge. Stehen bleiben. Ich geh rein. Ja, ich komm klar. Geh mal zu den Kollegen, ich hab den. Die Person hat versucht, sich der Festnahme zu widersetzen, hat dann zwischendurch mal Ruhe gegeben, aber auch direkt danach wieder versucht, irgendwie Krach zu machen, Lärm zu machen. Gab sowohl verbal als auch körperlich keine Ruhe. Scheiße! Ja, alles gut. Schau rein, ja. Mann, ist doch okay. Ist doch okay. Könntet ihr auch die Einwanderung bitte übernehmen? Komm mal her. Mann. Super. Sitzen. Danke. So. Genau, den Knie hier an. So. Wer sind Sie? Ich bin der Mann. Okay. Was haben Sie mit der Tina am Hut? Das ist meine Freundin. Das ist Ihre. Tina, komm mal her. Ja. Wer ist denn das? Manni. Wie heißt der? Das ist der Manni. Und in welchem Zusammenhang sehen Sie den oder wie stehen Sie zusammen? Sag nichts Falsches. Halten Sie die Klappe jetzt da vorne. Nichts Falsches. Ganz ruhig. Ich kann mir halt einen besseren Lebensstandard bieten als der René. Und der René, das ist ein absoluter Loser. Und als er vor mir stand, ich habe mich in ihn verliebt einfach. Ich kann da nichts für. Das Verhältnis von Tina und Manfred Neuhaus stellt sich für mich so dar, als sei Manfred für Tina die aufregende Person, also jemand, der halt auch etwas auf dem Kerbholz hat. Was ist das hier auf Ihrem Bauch und auf Ihren Beinen? Puderzucker. Das lassen wir sicherstellen. Also, jetzt komm. Ja, okay, ich hab keinen Bock auf Faxen, ja? Was ist los? Jetzt mal ein bisschen deutlicher. Wir haben halt ein bisschen gekokst, Mann. Wir haben gefeiert, verdammte Scheiße. Das stimmt doch gar nicht. Komm, Mann, jetzt ist okay, ja? Wir haben einfach ein bisschen gefeiert, ey. Moment, ein bisschen gefeiert. Da liegen Tausende von Euros auf dem Tisch. Das stimmt nicht. Was ist damit? Das stimmt nicht. Ganz ruhig, wo kommt das Geld her?
Dann ja, tot. Sie lügt doch! Ich habe keine Ahnung, wo das Geld herkommt. Denn die lügt! Sie können Moment, Tina, sag die Wahrheit! Ja. Wir haben halt einen Überfall getätigt. Wir sind halt eingebrochen, wir haben das Geld genommen, wir haben alles genommen, was wir gesehen haben. Und was? Wer war denn der Anführer dieser ganzen Bande da? Niemand. Wie Sie? Nein, es was? War Gottes seine Idee. Hier, Hans, das war seine Idee. Ja. Das stimmt nicht! Ruhig jetzt! Handschellen dran, wir führen ab, beide. Okay. Ja? Haben Sie die Hände jetzt mal so, wie sie sind? Einmal Kopf runter. Wir werden zunächst erstmal alle festgenommen zur Wache verbringen. Wir werden sie zu dem gesamten Vorwurf vernehmen. Und anschließend müssen wir mal gucken, ob da Haftgründe vorliegen. Falls wir solche feststellen sollten, werden diejenigen Personen dann auch dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Was war denn da mit dem Anruf heute Morgen? Julia hat mich angerufen. Ja? Ja, bis der René halt geführt wurde. Aber der René, das ist halt ein kompletter Loser. Der kann mir nichts bieten, gar nichts. Er sitzt die ganze Zeit nur zu Hause, ist am Zocken, hat keine Kohle. Sowas brauche ich nicht, ey. Das schmutzige Verhalten von Tina mündete dann dahin, dass sie fähig war, ihren Freund quasi zu benutzen. Sie wollte ihm eine Straftat unterjubeln, die Polizei sollte da hinkommen und das Ganze war lediglich ein Ablenkungsmanöver. Wir vertiefen das vielleicht noch in der Dienststelle. Der Mann hier, der konnte halt. Schnall sie mal an. Wir haben hier vorliegen die Körperverletzung, die schwere Körperverletzung, Raubüberfall, Vortäuschen einer Straftat und gewisse Verstöße gegen Betäubungsmittelgesetz. Hat ja doch nicht ganz so geklappt, wie Sie sich das vorgestellt haben. Auf Nachfrage der Ermittler gibt die junge Frau zu, ihrem unschuldigen Freund die Sturmhaube, den Schmuck und die Waffe in den Wagen gelegt zu haben. Sag mal, was machst du für Sachen? Komm, halt, ich hab dich doch auf Reihe. Nach dem aktuellen Sachstand werden wir natürlich weitere Kräfte zur Wohnanschrift von Manfred Neuhaus schicken. Wir werden seine Wohnung auf weiteres Diebesgut durchsuchen und wir hoffen dort, den wertvollen Schmuck aus dem Raubzug zu finden. Strafrechtlich erkennen mein Kollege und ich da überhaupt nichts hinter. Jetzt, nachdem das alles aufgeklärt ist, wir wissen, woher die Schore kommt. Also Sie haben da ganz offensichtlich nichts mit zu tun. Sie hat ihn nur benutzt? Ja, ganz genau. Die hat ihn regelrecht benutzt. Vergiss sie doch. Sie war sowieso nicht die Richtige. Wir würden Sie jetzt erstmal entlassen. Ja. Gehen Sie noch mal nach Hause, dann können Sie sich noch mal ein bisschen beruhigen. Aber nichtsdestotrotz werden wir Sie noch mal vorladen zu einer Vernehmung. Und Sie bleiben ja bei ihm. Genau. Ne? Die Ex-Freundin des Mannes und ihre Mittäter müssen mit einer Haftstrafe rechnen.